Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wir stehen in der Hölle. Und, ja. Wir müssen über Mikroblöcke versuchen, auf die andere Seite zu kommen, was gar nicht so einfach ist. Ach Gottchen! Mann! Was soll das? Welcher Scheißentwickler ist dafür verantwortlich? So. Es gibt's nicht! Jetzt spring doch Gottverdammt nochmal da hoch! Okay. Ja, es wird besser. Aber ich befürchte, dass wir hier noch einmal Game Over gehen werden. Ich befürchte es einfach. Lust habe ich dazu nicht. Das könnt ihr mir glauben. Wow, 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 wow. Gott, nein. So. Och man, Tiny. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Energie haben wir noch. Na, wir dürfen noch einmal runterfallen, okay. Oh, ich dachte gerade erst, wir müssen wieder komplett zurück. Okay. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Wenn die Kamera jetzt mitmacht. Nein. Tut sie natürlich nicht. Nein, das will ich nicht. Ich will die... Kannst du mal bitte vernünftig laufen, Tiny? Ah, falsche Richtung. Naja, so. So ist gut. So schaffen wir das. Wow! Das war knapp. Ich habe gerade so ein bisschen Puls. Ist klar. Wir müssen hier auch noch wieder zurück. Hep. Hep. Warum klappt das jetzt? Warum klappt das jetzt so gut? Nein. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. So. Jetzt darf uns nur sonst nichts passieren. Wo ist denn das die Warp-Platte da? Plopp! Du kannst mich mal, du wirst sterben. Pom! Allerdings wären mir Ananasstückchen lieber, Quatsch, Ananas. Melonenstücke lieber gewesen. Na gut. So, wir brauchen aber immer noch eine Blaupause mit ihr. Das war mir jetzt auch gerade ein wenig zu gefährlich, deshalb habe ich einfach mal das Saxophon ausgemacht. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Super gut. Ich bin so ein Held. Okay. Ja. Wir sind definitiv noch nicht fertig mit Tiny, obwohl wir alles bis auf die letzte Blaupause haben. Bis auf die Blaupause haben. So, hier ist Lanky gefragt. Mit seinem Spuckröhrchen. Hier waren wir schon drin. Es gibt ja hier eine Menge Höhlen an der Seite. Man darf sich nur nicht durcheinander bringen lassen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir
Ist das das Saxophon? Ich konnte jetzt nicht so schnell... ich konnte es jetzt nicht so hundertprozentig sehen. Ah, Mist, das hat nicht funktioniert. Nein, das ist aber nicht das Saxophon, das ist, Lenkys Ding. Glaube ich. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall nichts passiert. Bis auf das wir ein Musikding verloren haben. Ausgegeben haben. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ins Wasser. Hier kann man ja sogar schwimmen, ohne dass... ja, viel sehen tut man nicht, aber man sieht was. Aber hier ist auch gar nichts. Doch, da kann man durch. Hier war Lenky gefangen. Ah, hier sind auch noch Ballons. Aber keine Bananen und keine Blaupause für Tiny. So, ja, ist die gute Frage. Wo ist das denn? Wo ist der Kram? Wer es weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare posten. Ich überlege noch kurz mal, wo wir noch nicht waren. Vielleicht finden wir ja noch was. Bananen haben wir ja alle. Also die goldenen zumindest. Schwierig, schwierig, schwierig. Vier. Wo kommen wir da hin? Bei dir waren wir schon. Und wo kommen wir mit der 3 hin? Zu Cranky. So, Ballons sind hier aber auch keine. Gut, gehen wir wieder weg. Vielleicht hat es ja was mit der 5 auf sich. Das war dumm, das war richtig dumm. Nein! Oh Gott! Tiny! Was machst du denn? Es ist definitiv der bescheuertste Kopf. So. Aber wir haben ja jetzt keine Zeit verloren oder so. Nur fast. Okay, das hier ist die 2. Ja. Mhm. Wir wollen darüber. Darüber. Ja, das Blinken von den Kongs, das geht deutlich kürzer, wie habe ich das im Gefühl, als das Blinken von vergleichsweise Super Mario oder sowas. Da hat man ja recht viel Zeit, wenn man getroffen wird, irgendwas irgendwie irgendwo rauszukommen. Lava oder sowas, ja. Und das ist hier deutlich kürzer. Ja. So, irgendwo ist hier dann auch die 5, genau. Aber hier ist für Tiny nichts. Gut, glücklicherweise habe ich ja hier den Spieleberater neben mir liegen und ich schaue gerade mal nach, wo denn die Blaupause von Tiny ist. Ist da. Moment. Ich schaue mir das mal eben kurz genauer an. Okay, da sind wir wieder. Ich habe so eine Ahnung. Und nein, du kriegst mich nicht. Und zwar brauchen wir, ich meine, die Nummer 2. Du kriegst mich nicht. Wir müssen zu Cranky. Zu Cranky. Ob dieser Sprung klappt? Nein, natürlich nicht. Oh, was? Oder war es die 3? Ja, es war die 3. Es war die 4.
3. So, wenn wir jetzt hier rüber gehen, ohne da reinzufallen. Ich weiß zwar nicht, wie wir daran vorbeilaufen konnten. Oh Gott! Vielleicht wäre ich doch besser einfach den normalen Gang gegangen. Ey. Man hat wirklich nur... Das ist Tinys Blaupausentyp. Warum hat er weiße Haare? Wir haben die Blaupause nicht. Haben wir doch. Wo wurde mir die denn eben als... Bin ich hier? So. Oh nee, ich bin so dumm. Natürlich haben wir die Blaupause. Die haben wir beim letzten Mal schon eingesammelt. Ich bin so dumm. Okay. Und ich glaube, wir kriegen im ersten Bereich noch ein paar Bananen. Und zwar im... Quatsch, nicht im ersten Bereich, im zweiten Bereich. Wir müssen in den Lama-Tempel. Ja, ja, ja. Im Lama-Tempel kriegen wir noch ein paar Bananen. Wer noch eine Idee hat, wo noch Bananen sind, kann dies gerne in die Kommentare posten. Sehr gerne. Ich werde nur mal kurz im Lama-Tempel abchecken. Da müssten theoretisch noch zwei Ballons sein. Ach, Mann. So. Aber wieder ein bisschen Energie. Wir gehen nur noch mal eben schnell einmal in den Lama-Tempel und dann fangen wir mit Lenki an. Das wird das Letzte sein, was wir in diesem Part tun. Und dann, ja. Wie gesagt, fangen wir dann mit Lenki an. Diese blöden Kremlings, ne? Sie kann einfach nichts. Sie ist so unglaublich schwach. Ist das der Lama-Tempel? Es ist der Lama-Tempel. Gut. War doch der Lama-Tempel, wo wir rein müssen, oder? Moment. Bla 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 bla. Der Tempel mit der Zungenbrücke. Das ist, glaube ich, nicht der Lama-Tempel. Wir gehen mal kurz reingucken. Ich bin gerade total verwirrt. Ich hab gerade echt so ein leichtes Orientierungs- und Konzentrationsproblem. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Nein, der Tempel ist es nicht. Der Tempel ist es nicht. Wir müssen den Tempel, in dem wir... Im ersten Bereich. Im ersten Bereich. Junge, konzentrier dich doch. Nein, nein, nein. Boah. Es war so eng, es war so eng. Und wir sind hier voll falsch. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Ach Gott, es gibt heute noch was, ey. Leute, verzeiht mir, verzeiht mir. Dafür liefen die letzten Parts gut. So. Das sieht doch gut aus. Hier müssen wir rein. Nur noch kurz mal den Öffner finden. Natürlich fallen wir runter. Okay. Hier vielleicht. Nein! Nein! Spiel doch. Nein. Jetzt fange ich schon so an wie Wollo und drücke immer die falsche Taste. Wer. Ich kann ihn nicht. Rareware, warum tut ihr das?
Wegen euch werde ich noch verrückt. Kann ich euch dafür noch haftbar machen? Auch wenn es euch nicht mehr gibt, so als Firma. Zumindest nicht als Zulieferer für Nintendo Software. So, wir müssen tauchen und wir müssen... Ne, nicht dahin tauchen. Wir müssen dahin tauchen, wo wir Tiny befreit haben. Dahin. So. Ach so, das geht da noch weiter. Ja, kein Wunder, dass wir da uns immer den Kopf gestoßen haben. So, hier müssten zwei Ballons sein. Nicht? Wo bin ich denn hier? Hier ist ein Tiny, ein Lenkschalter. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Unter Wasser, dahin. Oh, ich bin falsch getaucht. Okay. Hier ist eine Banane von Lenky, eine goldene. So, wir müssen aber jetzt, wenn wir hier rauskommen, links. Okay. Zumindest in der Theorie. Sofern man dem Spielberater Glauben schenken kann. Ich sehe halt nichts. Ja, Uhr, hör auf zu piepen. Ich weiß, dass der Part zu Ende ist. Gott verdammt. Es ist zu dunkel. So. Wir müssen hier runter. Okay. Das kriegen wir hin. Au! Da, da, habt das gesehen? Da, da geht's rein. So, wunderbar. Und wir holen uns noch hier ein bisschen Energie. So. Sollten das nicht zwei Ballons sein? Laut Spieleberater sind hier zwei Ballons. Ah ja. Hallo. Danke. Danke. So. Okay. Das soll's dann auch für Tiny fürs Erste gewesen sein. Ich werde diese 15 Bananen sicherlich noch irgendwann finden und werde es euch auch zeigen. Wer weiß, wo sie sind, kann mir ja gerne eine Nachricht schreiben. Ich sehe gerade, dass hier im Hauptraum theoretisch noch ein Ballon sein müsste. Von diesem Tempel. Nee. Gar nicht. Oder? Ah, ist ja auch egal. Gut. Ich, wie gesagt, ich gehe jetzt hier raus und wer es weiß, kann es mir ja gerne in die Kommentare posten. Ich weiß gerade nicht mal, wo ich bin. Oh, gut. Ich sehe fast nichts. Wobei fast nichts immer noch besser ist als nichts. So, hier sehe ich, dass hier ein Durchgang ist. Frage ist, wo komme ich jetzt raus? Ah, im Hauptraum, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Mann, ihr könnt mich doch alle mal gerne haben. So, hier muss aber irgendwo noch ein Ballon von Tiny sein. Das sehe ich hier. Und zwar gibt es hier... Achso, das ist der Ausgang. Schade. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen.
So. Stimmt. Ich muss mich mal hier ein bisschen orientieren. Das ist gar nicht so einfach. Aber... Nee, das hier war Triangel, okay. Das ist für Chunky. Die müssen wir weg. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Gut, ich beende den Part hier. Nein. So, wir gehen hier raus und dann beende ich den Part. Ja. Totale Verwirrung in Donkey Kong 64, however. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo, was auch immer, woran ihr Spaß habt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Keep gaming und ciao.